Kein Hunger? Ist dir unser kleines Vorspiel auf den Magen geschlagen? Nein, ich überlege gerade nur, was isst man eigentlich, wenn man einen Mord plant? Fleisch? Ich glaube, ich nehme den leichten Frühlingssalat. Sag mal, freust du dich wirklich? Natürlich. Ich gebe zu, ich muss mich erst noch an den Gedanken gewöhnen, dass meine Fingerabdrücke auf der Waffe sind, mit der du Ansgar erschießen wirst. Wir werden das tun. Gemeinsam. Das ist der Beginn unserer Ehe. Und vergiss nicht, dass wir Ansgar aus dem Knast holen müssen. Und dafür musst du deine Aussage vor Gericht widerrufen. Ich weiß nicht, ob ich so lange warten kann. Ich auch nicht. Eigentlich müssen wir das auch nicht, wenn wir die Reihenfolge verändern. Wir heiraten erst und dann entlasse ich deinen Cousin. Die Verhandlung ist morgen. Ich weiß. Wir heiraten davor. Es ist durchaus reizvoll, schon morgen zu heiraten. Aber ich fürchte, es wird eher an der Umsetzung scheitern. Schon klar. Die Einladungskarten sind noch nicht gedruckt und Tante Elisabeth hat auch kein passendes Kostümchen. Von den behördlichen Formalitäten mal ganz abgesehen. Siehst du den Kellner da drüben? Was soll er machen? Kopfstand? Rumheulen? Die Hose ausziehen? Ja, dafür macht er alles. Bitte erspar uns diese Vorstellung, ja. Mit unserem Geld, dem Berg- und dem Landsteinvermögen, können wir uns so ziemlich alles kaufen. Es gibt keine Hindernisse. Auch keine Behörden, die irgendwelche fehlenden Papiere beanstanden. Ich denke einfach, dass wir ein wenig mehr Vorbereitungszeit brauchen. Gerade angesichts der Zusammenführung zwei so vermögender Familien. Die will ich alle nicht sehen bei der Hochzeit. Keine Bergs, keine Landsteins. Nur wir beide und der Standesbeamte. Den wir auch noch besorgen müssten. Sag mal, irgendwie habe ich den Eindruck, du wirst dich vor der Hochzeit drücken. Der Eindruck täuscht dich. Er steht zu meinem Wort. Gut. Da gibt's auch keinen Grund zu warten. Gut. Also dann, morgen. Und wie geht's weiter, nachdem du Ansgar abgeknallt hast und wir beide verheiratet sind? Warum willst du das jetzt schon wissen? Naja, ich würde schon gern wissen, ob wir gemeinsam fliehen und einen auf Bonnie und Clyde machen oder ob du alles mir in die Schuhe schiebst und mein Vermögen verprasst, wenn ich im Knast versauere. Das mit Bonnie und Clyde gefällt mir. Bis auf den etwas unrühmlichen Schluss. Wir beide durchsiebt von Polizeikugeln, das ist kein so schöner Anblick. Aber ich gehe mal davon aus, dass du andere Pläne hast. Du wirst schon früh genug erfahren, wie es weitergeht. Mhm. Wo willst du hin? Wir haben noch gar nicht gegessen. Für so eine Spontanhochzeit wie unsere muss auch ich noch ein paar Dinge organisieren. Wir sehen uns später, Bonnie. Soweit. Die Dinge entwickeln eine gewisse Eigendynamik. Könntest du dich bitte ein bisschen klarer ausdrücken? Alexa. Sie ist cleverer, als ich dachte. Sie will, dass wir schon morgen heiraten. Was? Christian, das geht nicht. Vor der Verhandlung ist... Sie hat es sich in den Kopf gesetzt. Und außerdem hat sie noch einen weiteren Vertrauensbeweis von mir verlangt. Und jetzt sind meine Fingerabdrücke auf der Waffe, mit der sie Ansgar erschießen will. Wie bitte? Es spielt sowieso keine Rolle, weil wir das verhindern werden. Ah ja. Weißt du was? Ich bin dafür, dass wir diese ganze Sache abblasen. Ansgar, der bleibt erstmal im Gefängnis, da ist er sicher vor ihr. Und du wirst nicht als Mörder verurteilt. Oder musst am Ende noch fliehen mit dieser Geisteskranken, bis ihr dann auffällt, dass sie von dir die Schnauze voll hat und dich auch noch aus dem Weg räumt. Alexa ist unsere einzige Chance, Ansgar aus dem Gefängnis zu holen. Von ihrer Aussage hängt alles ab. Hör doch mal auf, diesen Blödsinn zu reden. Wie willst du denn verhindern, dass sie ihn umbringt? Polizei, Bodyguards, darum musst du dich kümmern. Kann
kann ich mich auf dich verlassen. Tristan, warte! Verzeihen Sie, Graf Lahnstein, ich dachte, Sie seien bereits aus dem Haus. Kann ich Ihnen behilflich sein? Brauchen Sie vielleicht irgendetwas, vielleicht aus der Hausapotheke? Haben wir Blausäure? Herr Graf, belieben zu scherzen. Nein, nein, ich dachte eher an ein Magnesiumpräparat gegen Ihren Muskelkater. Schauen Sie nur. Ihr Anzug für die bevorstehende Hochzeit ist ebenfalls schon fertig. Wunderbar. So. Na? Nun ja, die Vorfreude auf eine Hochzeit war in diesem Hause auch schon mal größer. Sie wollen mir doch nicht unterstellen, dass ich nicht aus echter Liebe heirate. Willst du hin? Mein Flieger in die Karibik geht in 2 Stunden. Ich hau ab. Hey, das kannst du nicht machen. Wir brauchen dich hier. Tristan, bitte geh nicht. Sie weiß Bescheid. Wir sind bei dir, falls dir das etwas bedeutet. Ja, so ein Satz würde mir auch leicht über die Lippen kommen, wenn ich kein Risiko eingehen würde. Tristan, wenn du jetzt abhaust, dann wird Alexa ihre Aussage bekräftigen und Ansgar wegen Mordes verurteilt. Und was nach dem Prozess geschieht, dafür finden wir schon eine Lösung. Nee, du kennst doch Ansgar, der lässt sich doch nicht wie Vieh zur Schlachtbank führen. Jetzt entspannt euch mal, ich hau nicht ab. Ich glaube, ich lasse mir meine eigene Hochzeit entgehen. Was war das denn jetzt? Vor der Verhandlung hätte ich dich gar nicht hier erwartet. Was ist? Gibt's Probleme mit Alexa? Wenn es nur eins wäre, könnte ich damit leben. Alexa hat ihre Hochzeitspläne vorgezogen. Und in ein paar Stunden werde ich ihr mein Ja-Wort geben. Gar nicht so dumm von ihr. Auf die Art stellt sie sicher, dass du deinen Beitrag leistest, bevor sie ihre Aussage zurückzieht. Nicht dumm ist in dem Fall maßlos untertrieben. Auf der Waffe, mit der sie dich erschießen will, sind meine Fingerabdrücke drauf. Wie hat sie das denn hingekriegt? Gut, egal. Mach dir keine Sorgen. Niemand wird mich erschießen. Schon gar nicht diese verzogene Göre. Ich glaube, du unterschätzt sie ein wenig. Vielleicht plant sie auch längst, mich um die Ecke zu bringen. Ja, dann lass dir eben was einfallen. Ja klar, ich soll für alles im Kopf hinhalten. Du? Entschuldige mal, meine Verlobte wurde vor meinen Augen erschossen. Von Vincent Berg. Sie ist in meinen Armen gestorben. Und wenn es schlecht läuft, kriege ich dafür auch noch lebenslänglich. Und selbst wenn nicht und ich hier rausgehe, wartet da draußen eine Kugel auf mich. So wie zu meiner Situation. Also hör auf, dich hier als Opfer aufzuspielen, okay? Nun, Graf Lahnstein, haben Sie noch einen Wunsch? Der berühmte letzte Wunsch, bevor das Fallbeil runtergesaust kommt? Ja, einen Wunsch hätte ich wirklich noch an Sie. Heiraten Sie Alexa Berg.
War ein Scherz, Justus. Sehr wohl. Ja, Tristan. Ich will. Ist die richtige Entscheidung. Denk immer dran, du tust es für Ansgar. Für die Familie. Ah. Morgen, Herr Richter. Guten Morgen. Geleiten Sie den Standesbeamten doch bitte schon mal ins Esszimmer. Natürlich, darf ich bitten. Hey, was ist denn das für eine Art, die Braut stehen zu lassen? Alexa, ich dachte schon, du lässt mich hängen. Was wollen die hier? Kannst du dir das nicht denken? Wir hoffen wohl, dass du es dir anders überlegst. Und dann muss ich sie leider enttäuschen. Darf ich bitten? Willkommen mit der Familie. Der Tag der Eheschließung stellt einen besonderen Höhepunkt im Leben der Menschen dar, die sich aus Liebe ihr Ja-Wort geben. Ja, Liebe ist das Wichtigste auf der Welt. Ja, das sehe ich genauso. Haben Sie die Ringe dabei? Also die Vorbereitungszeit war denkbar knapp, deswegen haben wir jetzt. Bemühe dich nicht. Ich habe die Ringe. Alexa Berg, ich frage Sie. Ist es Ihr eigener Entschluss, mit dem hier anwesenden Tristan von Lahnstein die Ehe einzugehen? So antworten Sie mit Ja. Ja. Tristan von Lahnstein, ich frage Sie. Ist es Ihr eigener Entschluss, mit der hier anwesenden Alexa Berg die Ehe einzugehen? So antworten Sie mit Ja. Ja. Nachdem Sie nun beide die Frage mit Ja beantwortet haben, erkläre ich Sie hiermit Kraft Gesetzes zu rechtmäßig verbundenen Eheleuten. Sie dürfen die Ringe tauschen. Der ist für mich. Erschrick bitte nicht, wenn du die Rechnung erhältst. Den hier wirst du ab heute tragen. Das ist der Siegelring deines Vaters. Damit gehörst du zu uns. Für immer.